Hey Leute, es geht endlich weiter in der RSL-Serie. Ich hab's ein bisschen aufgeschoben mit der Aufnahme, weil ich die letzten Wochen andere Sachen zu tun hatte. Aber ich habe ja gesagt, wer meinen letzten Livestream verfolgt hat, dass ich jetzt mit YouTube ein bisschen zurückfahre und es nicht mehr viel von mir geben wird, außer diese RSL-Serie und wenn ich wirklich Bock habe, was Nices zu machen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Heute geht es nämlich ums Debugging weiterhin. Wir haben jetzt schon Folgen gehabt über das Debugging an sich, über Debugging-Tools, über Error-Codes. Aber was macht man eigentlich, wenn man einen Error hat? Wir wollen ja nicht einfach immer, wenn es einen Error gibt, unten im Output lesen, oh, hier ist der Error. Aber gegen manche Sachen kann man einfach nichts machen. Es gibt Funktionen, die scheitern einfach, weil sie abhängig sind von anderer Infrastruktur. Wie zum Beispiel, wenn ihr auf einen Service zugreift, den Roblox-Provider, zum Beispiel der Datastore-Service, den wir bald auch noch behandeln werden. Oder der Marketplace-Service, wenn ihr zum Beispiel irgendwas verkaufen wollt und der Marketplace-Service ist gerade down, dann gibt's Errors und euer Spiel muss damit umgehen können. Und dafür gibt es P-Calls. Die werden wir heute lernen und dafür gehen wir mal wieder rein in Roblox Studio. Hier haben wir noch unser Error-Script. Das schließe ich mal, gehe auf den Server-Script-Service und füge ein neues Script hinzu, das ich dann P-Calls nenne. Aber was ist jetzt ein P-Call? P-Call ist Englisch für Protected Call. Und Call ist ein Begriff, den wir schon mal verwendet haben. Das sagen wir, wenn wir eine Funktion ausführen. Das heißt, es ist ein geschützter Call, ein geschütztes Ausführen einer Funktion. Und genau das beschreibt es ziemlich gut. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Funktion haben, die errorn könnte. Wir schreiben einfach mal eine Funktion, die heißt, kann scheitern. Die nimmt als Argumente meinetwegen eine Number und ein String. Nicht das Keyword Function davor vergessen. Das passiert mir zu oft. Und wir sagen jetzt einfach mal, Number ist gleich Number or math.random 1,10. Also Number ist das, was wir liefern, oder eine random Zahl zwischen 1 und 10. Und wir sagen jetzt, if Number modulo 2 ist gleich 0, then print Zahl ist gerade. Und else sagen wir Error, Zahl ist ungerade. Und damit machen wir einen kurzen Abstecher vom Thema weg. Was ist Error? Error ist genauso wie Print und Warn, was ich euch schon gesagt habe. Print ist Print, Warn ist ein Print in Orange und es wird später in euren Error-Logs gezeigt. Und Error ist tatsächlich ein Error. Wenn ihr die Funktion Error verwendet, dann scheitert euer Code. Es gibt einen Error und zwar mit der Nachricht, die ihr hier reinschreibt. Und ihr könnt als zweites Argument auch noch das Level geben. Das ist dann die Stufe im Call-Stack, auf der die Funktion gescheitert sein soll. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, die Funktion hier ist nicht gescheitert, sondern die Funktion gecallt hat, ist gescheitert, dann könnt ihr Level 2 machen. Und wenn Error irgendwo in eurem Code steht, dann geht es natürlich nicht weiter. Wenn wir jetzt die Funktion kann scheitern ausführen und das mit der Zahl 3, weil die ist ungerade, und dann den Code einfach mal ausführen, kriegen wir pcalls 17, Zahl ist ungerade. Und hier unten bei uns im Output steht auch Server-Script-Service, pcall 21, Zahl ist ungerade. Warum 21? Weil die Funktion in Zeile 21 ausgeführt wurde, hier. Der Error ist aber in Zeile 17 geschehen, wo wir gerade eben hingebracht wurden. Und genau das macht Level 2. Durch Level 2 sagen wir, es ist nicht in diesem Level der Fehler passiert, sondern der Fehler ist hier passiert, wo die Funktion mit einer ungeraden Funktion ausgeführt wurde, in Zeile 21. Wir werden direkt zu Zeile 21 verleitet, steht hier. Wenn wir raufklicken, sind wir trotzdem bei Zeile 17. Halt Level 2. So, damit sind wir aber genug auf Errors eingegangen. Jetzt geht's ums Error Handling, und zwar mit P-Calls. Wie können wir sicher gehen, dass diese Funktion, die in 50% der Fällen scheitert, wenn wir keine Argumente mitliefern, nicht unseren ganzen Code auseinanderwirft? Wir haben zum Beispiel unten ein Print, alles tippitoppi, aber alles tippitoppi kann nicht ausgeführt werden, wenn kann scheitern scheitert. Und da kommt der P-Call ins Spiel. Wir schreiben jetzt einfach P-Call, kann scheitern, führen den Code jetzt einfach aus und, okay, die Zahl war gerade, das heißt, sie ist gar nicht gescheitert, wir führen es nochmal aus. Und jetzt steht hier, alles tippitoppi ist gerade, okay, wir führen es nochmal aus. Und jetzt steht hier alles tippitoppi, aber es steht nirgendwo, die Zahl ist gerade, es steht auch kein Error, die Zahl ist ungerade. Das heißt, der Error ist nicht passiert. Das hat der P-Call gemacht. Der Error ist gar nicht passiert, es ist einfach nichts passiert. Und alles war tippitoppi. Ich mache jetzt einfach mal hier dieses Error-Script aus, weil, boah, diese Prints hier unten nerven mich richtig. Jetzt, wo wir die Funktion, die scheitern kann, in einen P-Call gepackt haben, läuft unser Script zwar weiter, wenn sie scheitert, aber wir wissen gar nicht, dass sie gescheitert ist, außer wir gucken in den Verlauf, in dem dann nicht mehr drin steht, die Zahl ist gerade. Was machen wir also, wenn die Zahl scheitert, aber wir es wissen wollen? Dafür return pcall uns ein paar Variablen. Und zwar local, Erfolg und Ergebnis sind gleich pcall kann scheitern. Pcall returnt in der Regel zwei Variablen. Einmal, ob die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde, das ist ein Boolean. Und einmal das Ergebnis, das, was die Funktion returnt. Und das ist entweder das, was die Funktion tatsächlich returnt, wenn man hier in die Funktion return irgendwas reinschreibt, oder wenn die Funktion scheitert,
returnt sie tatsächlich den Error String. Und jetzt sagen wir einfach mal, if not Erfolg, then warn, Funktion gescheitert, Punkt, Punkt, Ergebnis. Wir führen den Code noch einmal aus, zahl es gerade, alles tippitoppi. Wir haben immer noch so viele Sachen, das Debugging-Skript muss auch aus. Und jetzt haben wir es. Wir gucken einmal den Output und hier steht, was für euch größer, Funktion gescheitert, Zahl ist ungerade. Jetzt wurde es gewarnt. Das heißt, wir konnten jetzt tatsächlich mit dem Error umgehen, ohne dass es scheitert und das Skript wurde weiterhin ausgeführt mit alles tippitoppi. Das Skript läuft weiter, der Error beendet unser Skript nicht, aber wir wissen Bescheid, die Funktion ist gescheitert. Und dafür sind P-Calls gut. Wir wissen Bescheid, wenn irgendwas scheitert und können dementsprechend eingreifen. Mit P-Calls kann man übrigens noch mehr machen. Man liefert nicht nur eine Funktion, die ausgeführt werden soll, man kann auch als weitere Argumente tatsächlich dann die Argumente der Funktion liefern. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach 3 reinschreiben und dann ist Number 3 und es ist auf jeden Fall ungerade. Ich führe den Code nochmal aus und hier steht, Funktion gescheitert, Zahl ist ungerade. Und vergesst nicht, wenn die Funktion nicht scheitert, dann ist Erfolg true und das Ergebnis ist das, was hier hinter Return rauskommt. In dem Fall wäre Ergebnis nil, aber wir könnten auch Return String reinschreiben. Wenn es einen String gibt, wird er returned. Dann schreibe ich hier einfach mal else, print oder wir sagen warn, Ergebnis. Vergesst nicht, warns solltet ihr nicht verwenden, außer es sind wirklich sehr, sehr wichtige Informationen, weil sonst klettert das eure Error-Logs voll, die ihr auf der Webseite sehen würdet. Dementsprechend benutze ich warns jetzt nur für das Tutorial, damit ihr es im Studio besser seht, aber sonst sollte man mit warns sparsam umgehen. Und ich liefere als Argument eine 2, das heißt die Zahl ist gerade und als print einfach Zahl ist gerade. Yay! Wir führen den ganzen Spaß nochmal aus, gucken in die Ausgabe und hier steht Zahl ist gerade von der Funktion und dann in Zeile 30 steht da Zahl ist gerade, yay, weil das returned wurde und dann kommt alles tippitoppi. Und das ist eigentlich alles, was ihr über P-Calls wissen müsst. Ihr könnt natürlich P-Calls auch so schreiben, dass ihr sagt, P-Call ist gleich Function. Und diese Function soll das Ergebnis von kann scheitern returnen. Das sieht man auch oft. Also return kann scheitern mit 2 und String. Funktioniert genauso. Wenn wir das jetzt ausführen, steht im Output unten wieder 12 und Zahl ist gerade, alles tippitoppi. Also kann man in einem P-Call auch eine anonyme Funktion reinschreiben, die dann einfach irgendeinen Code ausführt oder halt eine andere Funktion ausführt. Muss man aber nicht machen, weil man die Funktion da theoretisch hier hat. Ich persönlich mache es aber auch häufig so, wenn ich irgendwelche Async-Anfragen habe, weil man kann theoretisch schon Service.async-Funktion und dann als weitere Argumente den Service und so weiter anfügen und das funktioniert dann auch, aber es ist schlechter lesbar, finde ich. Dementsprechend solltet ihr euren Code natürlich immer so schreiben, dass er am besten für euch lesbar ist und für andere natürlich auch, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Und da ist es manchmal angebrachter, einfach eine anonyme Funktion reinzuschreiben, weil es besser zu lesen ist, abhängig von der Situation natürlich. Und jetzt lernen wir noch eine weitere Sache, und zwar nicht nur P-Calls, sondern XP-Calls. Und dafür schreiben wir einmal local Erfolg, Ergebnis ist gleich XP-Call. Und XP-Calls funktionieren genauso wie P-Calls mit einem Unterschied. Das Error-Handling wird direkt im P-Call stattfinden. Das heißt, dieses if not Erfolg, then bla 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 schreiben wir in den XP-Call rein. Und dafür könnten wir eine weitere Funktion schreiben, zum Beispiel local function handle error. Schreiben wir einfach mal Punkt, Punkt, Punkt rein, weil wir gar nicht wissen, was bei so einem Error für Argumente gibt. Und wir schreiben einfach mal print error, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt schreiben wir hier in xpcall einfach rein, kann scheitern, Komma, handle error. Und dann können wir einfach noch die Argumente hinzufügen, zum Beispiel 3 als eine Zahl, mit der es auf jeden Fall errored oder als String, haha. Und wir führen den ganzen Spaß einmal aus. Ich werde aber hier den P-Call einfach mal auskommentieren mit Steuerung und Schrägstrich auf dem Numpad. Und im Output steht jetzt Error, Zahl ist ungerade. Das bedeutet, die Error-Funktion wurde ausgeführt, P-Call Zeile 24, Error-Funktion halt. Und in der Error-Funktion wurde jetzt geschrieben Error und dann tatsächlich der Error-Code, den wir bekommen haben und sonst nichts weiteres. So, jetzt wissen wir, dass die Argumente, die hier sind, tatsächlich einfach nur die Error-Nachricht sind. Also sagen wir Error-Nachricht und wir können jetzt zum Beispiel hier von unserem Not-Erfolg-Then-Dings einfach diesen Warn übernehmen, hier reinschreiben, Funktion gescheitert, Error-Nachricht. Nach dem XP-Call können wir wieder sagen if Erfolg-Then-Warn-Ergebnis und wir führen das hier einmal aus. Dann sehen wir im Output wieder Funktion gescheitert, Zahl ist ungerade, alles tippitoppi. Aber wenn wir als Argument jetzt hier die 2 liefern, die ist ja gerade, und das Ganze noch einmal ausführen, dann sehen wir im Output, Zahl ist gerade, haha, und alles tippitoppi. Genau das machen XP-Calls. XP-Calls haben einfach nur ein weiteres Argument nach der Funktion, das ist die HandleError-Funktion, die einfach das macht, was gemacht werden soll, wenn die Funktion, die man hier als erstes drin hat, scheitert. Und sie kriegt als Argument die
Error-Nachricht. Viel mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil das war das ganze Thema. Ihr müsst natürlich nicht jede eurer Funktionen in P-Calls stecken. P-Calls sind genau dann dafür da, wenn ihr Funktionen habt, die potenziell scheitern können. Und dafür gebe ich euch jetzt noch ein letztes Beispiel. Zum Beispiel local players ist gleich game:getServicePlayers. Und wir schreiben jetzt hier einen XP-Call rein. Players, Doppelpunkt, getNameFromUserIdAsync. Aber die Funktion können wir hier nicht einfach so callen, weil dann würde das Ergebnis genommen werden. Wir schreiben stattdessen Punkt. Das ist halt das Unleserliche. Die Klammer da hinten machen wir weg. Dann als Argumente nehmen wir die User-ID, zum Beispiel 1. Das ist die User-ID vom Roblox-Account. Da das aber eine Methode ist, ist, wissen wir ja, das erste Argument immer der Service an sich, das Modul an sich. Und das Modul ist in diesem Fall Players. Das heißt, wir müssen tatsächlich als erstes Argument Players schreiben und dann Komma und dann das eigentliche erste Argument. Und dann sollte das theoretisch auch funktionieren. Wenn ihr das nicht versteht, schreibe ich es für euch gleich auch nochmal ein bisschen leserlicher. Wir führen den ganzen Spaß einmal aus. Und wir sehen hier, Roblox ist der Name für die User-ID 1 und alles war tippitoppi. Perfekt, die Funktion ist nicht gescheitert. Jetzt schreibe ich es einmal ein bisschen leserlicher, indem ich sage, Function, eine anonyme Funktion halt. Und diese Funktion returnt das Ergebnis von Players Doppelpunkt get name from user ID async mit, theoretisch könnte man hier jetzt noch das Argument reinnehmen, aber das Argument können wir hier direkt reinschreiben und zwar die user ID 1. Dann können wir hier die Argumente wieder wegnehmen und dann Komma handle error. Würde genau dasselbe Ergebnis liefern und hier unten im Output steht natürlich wieder Roblox drin. Aber wofür brauchen wir einen P-Call? Das ist ja gar nicht gescheitert. Es kann aber scheitern, weil das ist eine Async-Funktion. Erstens yieldet die und zweitens schickt die eine Anfrage an die Roblox-Server raus. Und die Roblox-Server können gerade Schwierigkeiten haben. Oder es kann ja sein, dass es zu dieser User-ID, die ihr hierin schreibt, gar keinen Namen gibt. Zum Beispiel nehmen wir mal eine ganz hohe Zahl. Eine so hohe Zahl, dass es so viele User gar nicht geben kann. Hier wird schon unterstrichen, weil die Zahl zu hoch ist, um zu processen. Wir führen den ganzen Spaß noch einmal aus. Und jetzt sehen wir hier unten, Funktion gescheitert, Players Doppelpunkt get User-ID from name async failed unknown user. Der User ist nicht bekannt, also gibt es keinen Namen. Es ist gescheitert. Und hätten wir das Ganze jetzt mit dieser User-ID ohne den P-Call gemacht, wäre niemals alles tippitoppi passiert, weil wir hätten einen Error gehabt. Ich hoffe, ihr habt damit verstanden, worum es geht. Ich kommentiere hier einfach wieder alles aus, spawn wieder rein und würde mich dann von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Kommentare freuen mich übrigens auch immer. Beim nächsten Mal geht's, glaube ich, schon weiter mit Data Stores. Ich muss nochmal auf den Plan gucken. Ich weiß es nicht so genau. Aber wenn es die nächste Folge schon gibt, dann ist sie jetzt eingeblendet. Wenn nicht, ist es irgendeine andere Folge. Das war's auf jeden Fall. Bis dann und ciao!